Ja, die machen erst um 17 Uhr auf, vor allem. Wow, faul. Haben bloß 5 Stunden offen. Wow. Also nicht mal ein voller Arbeitstag, meine Güte. Das ist nicht mal ein halber Arbeitstag bei mir. Nee, es ist Eben. bei mir ist es tatsächlich nicht mal ein Viertelarbeitstag. Mit meinen 15 Stunden. Krass. Also eigentlich arbeitest du nur und schläfst dann. Also mehr kannst du ja gar nicht machen dann, oder? Ich kann schon mehr machen. Ich für meinen Teil gehe damit extrem offen um, auch mit Sexualität allgemein. Aber das dürfte ja bekannt sein. Bist du dann, wie sagst du, hast noch gar nicht so viel Erfahrung, hast noch keinen Freund gehabt oder was? Nee. Ui. Ja, Aber ich. ganz unerfahren bist du jetzt noch nicht, oder? Ja, nicht, also. Ja, jetzt nicht ganz unerfahren. Keine Ahnung, Wahrheit oder Pflicht oder so Sachen. Aber ich bin halt so ruhig und es ist immer ganz schwer. Also hast du noch keinen Mann gespürt quasi, wenn ich das Nee. richtig verstanden habe. Noch nicht. Okay. Ich für meinen Teil bin aber habe ja relativ lange gebraucht. Also ich bin ja mit, wie alt war ich denn? 28? 27, 28 war mein erstes Mal mit einer Frau. Von daher ist es auch schon, ist auch nicht so lange her quasi. So. Nee, also hey, ganz ehrlich, hätten lassen solltest du dich nicht, vor allem als Frau solltest du dich definitiv als bereit fühlen. Weil für den Mann ist es immer ein bisschen was anderes. Männer fühlen sich da schneller zu bereit als Frauen. Ja. Liegt aber halt auch am Sexualtrieb. Das ist genetisch bedingt bei den Männern. Auch diese Sache mit Männer wollen immer nur das eine und so ist natürlich schon richtig. Ist aber halt auch irgendwo ein bisschen, wie sage ich das jetzt am schlausten, ist aber halt auch irgendwo ein bisschen dumm die Aussage, weil Tatsache ist halt, dass das als Frau ist es sowieso noch irgendwas anderes, weil bei Frauen das ja auch körperlich noch anders ist. Abgesehen davon ist, dass beim Mann natürlich sowieso die Fortpflanzungsinstinkte vielleicht nicht unbedingt stärker sind, aber halt aufgrund von der Natur her schon ist es halt alles anders gemacht. Aber gleichzeitig die, also in den Frauen besteht ja auch der Trieb, dass sie sich eben, also dass sie ja sozusagen schwanger werden wollen, wenn wir jetzt so ganz von der Natur ausgehen, dass sie sich eben fortpflanzen können. Deswegen denke ich, dass bei Frauen das ja genauso vorliegt. Das durchaus, aber beim Mann ist es halt biologisch gesehen ein bisschen intensiver. Da geht es auch um Dominanz und alles. Es kommt halt noch aus den Urzeiten der Menschen, wo man halt. Der Mann ist genetisch darauf programmiert, so viele Nachkommen wie möglich zu zeugen. Und eine Frau hat natürlich auch ihre Triebe, ganz klar. Aber da ist das Ganze ein bisschen anders. Dann liegen die Verhältnisse ein bisschen anders. Ja. Weil Frauen ja mehr oder weniger von der Eroberung her sind. So, die wollen ja erobert werden. So, das ist ja auch genetisch bei euch irgendwie veranlagt. Das liegt daran, dass nur das Stärkste sich fortpflanzen soll, halt so. Weil dadurch die Babys ja auch stärker werden. So, jetzt holen wir mal deine Spitzhacke ab. Und dann gehen wir mal in die Minen. Mit mir hast du, brauchst du kein Blatt vom Mund nehmen, wobei du es wahrscheinlich trotzdem machst. Ach nee, Aber ich habe ja das nicht groß ist. was zu erzählen. Naja, es gibt bestimmt einiges, was du auch erzählen kannst. Das muss ja nicht immer gleich auf Sex mit dem Partner hinauslaufen. Es gibt ja auch Sachen, die man alleine machen kann. Ja, gut. Klar, man probiert sich halt aus, ja. Aber am Ende wünscht Wenn du man sich ja sowas. trotzdem mehr, Wenn du weißt sowas zu einem Kerl sagst, dann denkt er sich immer erstmal, jetzt bin ich neugierig. du? Nein, ich habe kein Spielzeug. Nee, sowas habe ich nicht. Naja, für mich sind halt so junge Dinge wie du, ist halt nicht so anziehend für mich. Ich stehe halt eher so auf die älteren Damen. Oh ja, da bin ich halt raus. Das gilt aber auch bei Männern, also mal abgesehen davon, dass ich mir bei Männern überhaupt keine Leute suche. Also keinen bestimmten Typ habe.
ist es da so die Tatsache, dass ich. Es ist ja da so die Tatsache, dass ich generell einfach auf die Älteren stehe. Oh, Ich weiß nicht, wo verstehe. das herkommt, ist schon immer so gewesen. Liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass ich halt keine Lust auf diesen Kindergarten habe. So, jetzt können wir mal alles abbauen hier. Ja, das kann ich aber verstehen. Hast du noch keinen festen Freund gehabt, mit dem du da irgendwie Interesse hättest oder sowas? Naja, gut, es kommt halt drauf an, ne? Viele Jungs in deinem Alter sind halt so, ja, wenn es mir dran lässt, bin ich halt weg. So schön. Und dann kommt es halt drauf an, wie lange du quasi, wie lange du die Jungs halt zappeln lässt, quasi. Aber wie gesagt, es kommt halt drauf an, was du möchtest. Also gab es auch noch keinen Typen, bei dem du dann gesagt hast, okay, mit dem würdest du es gerne probieren. Mach dir hier im Alter keinen Stress. Das ist Bullshit. Und anstatt hier die ganze Zeit rumzulaufen, könntest du auch mal versuchen, die Sache einzuhacken. Mann, tut mir leid, ich rede so gerne und passe da nicht mehr Ja, auf. mag sein, aber deswegen kann man ja auch weiterzocken. Ja, stimmt. Ich rede ja auch weiter. Ich glaube, ich war lange nicht mehr so. Ich war schon lange nicht mehr so lange ohne Boxershort oder so rumgesessen. Ach, mein Gott, du bist ja allein zu Hause. Ich würde mich nicht jucken, ob ich allein zu Hause bin. Kannst dich ja schon mal nackig machen. Du weißt, dass ich nur im T-Shirt schlafe. Ne? Im Sommer schlafe ich manchmal ganz nackig. Ja, da ist aber Kuscheln auch nicht unbedingt vorteilhaft. Was das angeht, präferiere ich dann doch wahrscheinlich den Wind. Im Winter ist es halt richtig geil, vor allem bei mir. Bei mir im Haus ist es relativ kühl. Ich finde es immer lustig, wie du mir immer nachläufst, aber nicht selbstständig denkst. Entschuldigung, ich wollte Wie zum schon die Beispiel, Gießkanne. dass man längst gießen hätte können. Und du hast sie Bis du schon. die Ich nehme die kleine. Gießkanne, bis du die Gießkanne rausgeholt hast, habe ich schon alles gegossen. Och, komm. Toll. Normalerweise sind es doch die Frauen, die multitaskingfähig sind. Ich bin. Ich mache hier gerade drei Sachen gleichzeitig. Ich bin der absolute Gegenbeweis. Ich rede mit dir, spiele nebenbei Stardew Valley. Und naja. Und? So. Was noch? Wie, was noch? Drei Sachen meinst du doch? Pam will einen Kugelfisch. Na, Kugelfisch kannst du nicht toll reden. Ja, ich habe zwei, drei Sachen, mache ich. Zocken reden? Ja. Müssen wir ein bisschen neu erwarten, bis wir da reinkommen in den blöden Laden. Hallo. Ich kann nicht zählen, glaube ich. Warum? Ja, ich habe nur zocken, reden. Ja, Was ich habe habe ich? nichts zuerst gesagt. Ach so, okay. Dann kann ich zählen. Das dritte sage ich nicht. Okay. Macht keinen Sinn. Musst du auch nicht. Du kannst natürlich alles sagen, was du magst, aber. Das überlasse ich deiner Fantasie. Okay, gut. Naja, den Schweinkram lassen wir mal zu Hause. Mein rechtes Ei hat sich schon wieder eingeklemmt, so Mist. Ich Eieieiei, lerne diese noch Jugend lang. von heute. Ich Diese lerne Jugend von heute, noch. keinen Orientierungssinn mehr. Bist du überhaupt auf dem Ich 55. sagte 30. Ah, oh Gott, es tut mir leid. Wie war das mit Mitdenken? Ach, ich. Es tut mir leid. Was genau hast du denn schon so rumexperimentiert, wenn ich mal fragen darf? Auch experimentiert nicht wirklich viel. Weil du vorhin gesagt hast, dass du so rumexperimentierst. Ja, aber naja, ich sag mal so, das Übliche halt gemacht, sage ich jetzt mal. Ja, zu zweit ist mit Sicherheit schöner. Das ist klar. Ich glaube, dann kommt man auch auf mehr Ideen. Mag sein. Die Sache ist halt, es ist halt immer recht schwierig. Als Frau wirst du am Anfang halt ziemliche Probleme haben. Vor allem, wenn du einen Typen hast, der vielleicht erstens entweder achte auf deine Energie, ne? Ich hab noch genug. Ich meine auch deine Lebensenergie. Ja, ist auch noch okay. Als Frau hast du vor allem dann halt ein Problem, wenn du da einen Typen hast, der halt nur auf seinen eigenen Spaß aus ist und sich gar nicht bloß Gedanken um sie macht. Also um dich in dem Fall. Das ist halt immer ein bisschen unpraktisch. Also es gibt auch tatsächlich, ich meine, heutzutage ist es jetzt nicht mehr ganz so verbreitet, das ist früher mal so gewesen. Aber es gab tatsächlich eine lange Zeit, in der, ich sag mal, der weibliche Orgasmus zum Beispiel überhaupt eine Beachtung gefunden hat. Beziehungsweise zum Teil sogar ein komplettes Geheimnis war. Ich habe mal einen Bericht über oder mal ein Buch gelesen. Darin stand sogar, da haben ältere Frauen tatsächlich mal
Jetzt bin ich runtergegangen. Och, egal. Die schwarzen Dinger kannst du eigentlich noch abmurksen. Habe ich. Oh, die geben nämlich Kohle. Yep. Okay. Ja, also die sind. Da gab es einige Frauen, die halt. Oh, da geht's weiter. Und da meinten halt viele, dass ein paar von denen hatten zum Beispiel noch nie einen Orgasmus. Und ältere Frauen meinten zum Beispiel, dass sie erst in späten Jahren überhaupt begriffen haben, was wirklich ein Orgasmus bei ihr ist. Ja, aber heutzutage ist das alles ein bisschen anders. Ich meine, früher zum Beispiel haben Frauen ja auch eigentlich keine Hand an sich selbst angelegt oder nur selten. Und es macht ja auch wiederum nicht jede Frau, das ist das Nächste. Viele haben da Angst davor oder machen das nicht oder möchten das auch nicht. Viele haben auch gar kein Bedürfnis danach, weil es bei Frauen halt auch biologisch ein bisschen anders gesehen ist. Ja, und deswegen ist es halt bei manchen, für manche Frauen wirklich ein wenig so ein Geheimnis auch. Weil viele halt auch ihren eigenen Körper gar nicht richtig kennen, weil sie ihn auch selber nie erforscht haben. Das auf jeden Fall, es gehört auf jeden Fall sowas dazu. Und ich finde es immer schade bei sowas, wenn man sowas dann außer Acht lässt. Aber gut, es muss letzten Endes jeder selbst entscheiden. Ja gut, das Problem haben Jungs aber genauso. Also jetzt nicht unbedingt in Bezug auf die A-Körbchen. Aber Männer, vor allem junge Männer, machen sich sehr oft Gedanken darüber, oh, ist er jetzt groß genug, ist er jetzt zu dick oder ist er zu dünn oder ist er zu groß oder zu klein. Da machen sich Männer auch durchaus Gedanken darüber. Da braucht man das eigentlich? Es gibt auch Männer, die haben ein wenig andere Form vom Penis, was nicht so der Norm entspricht. Gibt es auch die Leute, die sich halt Gedanken darüber machen wiederum. Also da gibt es die unterschiedlichsten Dinge. In meiner Schulzeit habe ich lustigerweise tatsächlich oft drüber nachgedacht, weil halt Männer so ja, die Sache haben mit ihrem Penis halt von der Länge her und alles. Und ich hatte auch, in meiner Jugend habe ich viel drüber nachgedacht. Und habe immer so gedacht, ob sich Frauen auch so Gedanken drüber machen, wie tief sie sind. Also ja voll Bullshit, brauchen sie ja nicht. Aber dafür haben sie halt ihre Gedanken, was die Länge, was die Größe ihrer Brüste angeht. Ja, das eher. Ich denke auch, dass eher. Also. Wusstest du, dass man sich in erster Linie mit dem Gen ansteckt, wenn man sich sympathisch ist? Du hast mich genauso angesteckt wie ich dich. Denke ich mal. Ja, denke ich. Das hat sich ja fast angehört, als würdest du dir was erhoffen. Die Länge ist nicht alles, man muss mit umgehen können. Hast du Lust, eine Runde baden zu gehen mit mir? Nach schwerer Arbeit, natürlich. Oh, jetzt habe ich ein Bikini an, cool. Ich bin nackig. Ne, ich habe auch ein Höschen an. Hier darf ich nicht rein. Ich mich halt verlaufen. So, so, so. Was soll das kleines Ding, ey? Ah, ich glaube, meine Freundin reißt meinen Kopf ab. Also du hast eine Freundin, sagst du? Okay. Ja und nein. Oh, schwierig. Für sie und mich ist es momentan schwierig, ja. Eigentlich wollen wir schon zusammen sein, aber es ist momentan alles ein bisschen... Also ich will euch nicht im Weg stehen. Oder so. Nur weil ich mit dir spiele. Nee, Bruder, ich bin. Eigentlich ist es ganz locker. Oder sollte es jedenfalls sein. Aber wie gesagt, du wärst mir eh zu jung, von daher. Also ich werde dir zu jung. Ja, sorry. Das hat akzeptiert man selten Sachen. Ich meine, ich muss schon sagen, mich hat es immer mal interessiert, mir eine junge Frau zu suchen. Aber ich weiß nicht. Aber wirklich so arg jung? Merkt man mir das an? Wahrscheinlich schon, oder? Das kann ich so jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, wie du aussiehst und alles. Das ist ein japanisches Wichtelchen. Das ist ein Rußmännchen. Oh, dass du das weißt. Natürlich weiß ich das. Ich habe Torodoro gesehen. Und viele andere Studio Ghibli-Filme. Aber die mögen leider viele, die ich irgendwie mal irgendwie immer, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, speziell im Mädelsbereich, sind irgendwie immer alle, die mögen alle keine Animes, irgendwie besonders. Wundert mich. Also ich finde manches, also wenn ein Anime gut ist, schaue ich mir den an, so.
Hast du dir denn da was überlegt? Weil ich bin ja mit Sicherheit nicht dein Typ, oder? Ich bin da eigentlich immer ganz offen. Ich Naja, meine. aber es gibt ja trotzdem gewisse Sachen, die man sexuell anziehend findet auch. Langsam wird es mir ein bisschen zu frisch hier. So ganz ohne alles. Oh, dann musst du dir eine Decke nehmen oder so. Ich habe eine Decke hier. Auf Oder die halt. sitze ich drauf. Ich glaube, ich halte dich vom Schlafen ab und das ist keine so gute Sache. Nein, ich habe eh nichts vor morgen. Ich hoffe Das auch, dass. spielt ja keine Rolle. Trotzdem halte ich dich vom Schlafen ab und Schlafen ist gesund. Ja, ich kann ja Vor allem, wenn ausschlafen. man noch so ein kleines Küken ist. Ich bin fast alt genug, um dein Vater zu sein. Oder nicht? Gut, also wenn man früh anfängt, oder? Ich sagte Dann. ja fast. Ja, fast. Naja, ich werde das Jahr 31, von daher. Ja, und ich Bin werde erwachsen. 31. Naja, da gehen die Meinungen auseinander. Gut, in Amerika wäre ich nicht erwachsen. Das schon. Da kuschelt sich so ein junges Ding an einen ran, da fühlt man sich richtig alt, ey. Wohnst du eigentlich noch zu Hause oder wie ist das bei dir? Ja. Aber meine Eltern sind halt oft beruflich nicht da. Und ja, ich muss jetzt gucken, wegen Ausbildung und so weiter. Eigentlich möchte ich so Laborantin oder sowas werden. Da gibt es ja auch Ausbildung zu. Aber da muss ich halt gucken, wo ich mal was machen kann und so. Okay. Man hat mir auch versucht anzudrehen, Abi zu machen, aber da sehe ich keinen Sinn drin. Wieso? Ich weiß nicht. Also, ich könnte es halt machen, aber ich bin froh, wenn ich halt schnell auch anfangen kann mit Arbeiten und so. Wäre das nicht sinnvoller, wenn du Abi machen würdest? Also einerseits schon, es fehlt mir nicht mehr viel, so theoretisch. Aber ja, dann studiert man halt mit Abi und weiß nicht. Ich will meinen Eltern natürlich auch nicht zur Last fallen, weil wenn ich studiere, koste ich denen noch mehr Geld, weißt Na gut, es mag sein, aber du verdienst dahinter ja auch mal anständig was. Ja, das Weiß auch. nicht, wie es mit deinen Eltern finanziell ausschaut, aber normalerweise sollten sich die Eltern doch freuen, wenn die Tochter studiert. Mit 18 brauchst du noch nicht selbstständig zu sein. Da hast du noch genug Zeit deines Lebens, glaub ich mir. Dann glaube ich dir da. Ich habe tatsächlich keine Grenze. Ich bevorzuge Frauen, die um die 40, 50 sind. Heißt aber noch lange nicht, dass ich ausnahmslos solche Frauen nehme. Also meine Mindestgrenze ist natürlich 18, logisch. Aber normalerweise bevorzuge ich Frauen wirklich ab 30, 40, 50. Oh, das klingt aber traurig. Naja. Ich bin halt noch jung. Ich weiß ja dann auch gar nicht, ob du mit mir spielen wollen würdest. Ich meine, du hast Was ja auch. meinst du? Was verstehst du unter Spielen jetzt? Na, selbst Stardew Valley weiß ja nicht, ob du da mit mir spielen möchtest. Weil du hast ja. Also, du meinst, du hast ja was Schwieriges. Das Zocken soll sich nicht stören. Also genau genommen dürfte sie das gar nicht stören, weil sie weiß, wie die Situation steht, sie weiß, wie die Sache steht, sie weiß, wie ich für sie empfinde. Und im Normalfall sollte die Sache auch passen. Außerdem haben wir uns sowieso auf was geeinigt, von daher. Wir haben uns beispielsweise darauf geeinigt, dass wenn sich jemand noch mit jemand anderem treffen will, kann man das auch durchaus mal machen, wenn man sich vorher abspricht und die andere Person damit einverstanden ist. Oh, also einfach so was Offenes, sage ich jetzt mal. Im Moment, ja. Wie das auch dazu in der Zukunft weiterverläuft, wissen wir noch nicht. Ja, verstehe ich. Mir tut mein Po weh. Langsam wird es Zeit, dass ich mal aufstehe. Vergiss nicht, ich bin keine 18 mehr. Ja. Ich meinte damit nur, dass ich Unterschwelligkeiten erkenne, wenn ich sie höre. Nicht rumstehen. Sorry. Was machst du denn? Warum stehst du rum? Ich muss. Oh, ich werde langsam echt müde. Okay, mir fallen die Augen zu. Ja, dann geh sofort runter. Okay, ich gehe runter. Ich gehe Ja, runter. ich warte auf dich die ganze Ah! Zeit. Sorry. Nicht verrecken. Ja, hack halt mal das Zeug zusammen, damit wir weiterkommen. Nee, im Moment geht's ja, du willst ja schnell aufhören eigentlich, dachte ich. Ja, ich will halt nicht vom PC einschlafen. Ja, deswegen sage ich, hack das Zeug zusammen. Das auch jetzt schon viermal. Entschuldigung. Weißt du? Also, irgendwo musst du Prioritäten setzen, junge Dame. Alles. Also mir passiert sowas nicht, dass ich vom Rechner einschlafe.
Ist mir noch nie passiert. Ja, aber einfach so einschlafen, während man noch mitten im Gespräch ist, ist schon auch merkwürdig, weil normalerweise schläft man nur ein, wenn das Gehirn keine Aktivitäten mehr verzeichnet. Aber jetzt habe ich auch in-game keine Energie mehr. Ja gut, dann gehen wir raus. Oh Mann, es Macht tut das mir Sinn, leid. sonst. Naja, wir haben es versucht, das hat geklappt. Wird sich zeigen. Muss jetzt mal schauen, wie es überhaupt weitergeht morgen. Mein Tagesablauf planen. Beziehungsweise ich muss morgen sowieso die ganze Woche jetzt planen, weil jetzt ist ja dann Dienstag, jetzt muss ich morgen einkaufen gehen, das Zeug vorbereiten, die kommende Woche planen, was den Einkauf angeht, die kommende Woche planen, was meine Videos und meine Zeug angeht. Muss ja auch immer alles gucken, was ich kochen will und alles. Ich hab's nicht so schön, dass mir Mama und Papa kochen. Bitte? Mein Nacken tut weh, weil ich so schlecht gesessen habe die ganze Okay. Zeit. Aber das. Ich muss mich einfach gerade hinsetzen. Na gut, dann kannst du ja jetzt ausmachen. Dann kannst du ja ins Bett Oh. gehen. Tja, es ist nicht jeder ein Drache. Es hält auch nicht jeder mit dem Drache mit. In vielerlei Hinsichten. Ja, ich würde es auch nicht schaffen, 15 Stunden am Tag zu arbeiten und nur 6 Stunden zu schlafen. 6 Stunden? 4? Oder 4? Warte mal, du hast doch gesagt, du gehst um 4 Ich schlafen. gehe um 4 ins Bett und schlafe bis um 10, um 11 Naja, ungefähr. mir wäre das auch schon Und wieder zu wenig. das ist dann auch schon wieder lang. Also ich gehe auch nicht immer um 4 ins Bett. Ich gehe auch mal um. Zur Zeit gehe ich bloß um 5 oder 6 ins Bett und stehe um 10 auf. Also 4 Stunden. Und Wow. ich stehe schon mal um 9 auch auf, wenn ich um 4 ins Bett gehe. Das kommt das nicht selten vor. Aber ich meinte eigentlich nicht, dass ins Bett gehen. Das ins Bett gehen habe ich schon gemeint. Mehr oder weniger. Da hält eben nicht jeder mit. Und ich glaube, ein so junges, unerfahrenes Ding wie du sowieso nicht.